klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wir kennen die Geschichte von Salomo. Wir sehen, wie er anfänglich ganz herzlich war. Aber dann hat er seine 1000 Frauen, seine unsagbaren vielen Versuchungen sich selber erschaffen. Er hat sie sich selber in sein Haus geholt. Und da sind die nun, die Frauen. Und wie er alt wird, dann neigen seine Frauen, seine eigenen Frauen, das war keine Sünde am Anfang, aber dann neigen sie sein Herz den Abgöttern zu. Dann wird er ein Götzendiener und er kommt in die Rubrik einer törichten Jungfrau, wo Jesus sagen muss, ich kenne dich in diesem Zustand, kenne ich dich nicht. Ich habe dich für einen anderen Zustand gerufen gehabt, aber da du nur nachgibst und nachgibst und nachgibst, verlierst du meine Liebe. Ihr könnt nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, das geht nicht. Bei dieser Konstellation der Jungfrauen, da gibt es nur zwei Gruppen. Da gibt es keine drei Gruppen. Und das ist bedenkenswert, beachtlich. Denn ich werde mich nicht in einer dritten, halbtöricht, halbklugen Gruppe wiederfinden. Am Tag der Entrückung werde ich entweder oder haben, für mich persönlich. Da gibt es nichts anderes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft oder die Ankunft des Menschensohnes. Es wird genauso gehen. Ganz gut vergleichbare Konstellation. Da sind ein paar Leute, die sind am Arbeiten, die sind am Wirken. Die bauen Gott eine Wohnung, beziehungsweise die bauen auch für sich eine Arche. Denn das war für sich gebaut, das war aber auch für Gott gebaut, für ihr Überleben. Noah hätte ja sagen können, ach komm, das ist so ernst, brauche ich das gar nicht zu nehmen, ich lasse das mal, das ist mir alles auch viel zu aufwendig. Nein, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Gott befiehlt dir etwas, wie er Salomo gesagt hat, ich habe dich gerufen, bau du mir ein Haus. Dann nimm dich zusammen und tu es auch. Dann raff dich doch mal auf und geh auf deine Knie und anbete mich und lobe mich, preise mich. Gib mir das, was zu mir gehört und es wird wieder zu dir zurückkommen. Und es war so ein Vorteil, dass der Noah sich diese Arche gebaut hat. Für ihn und es war das Erfolgsrezept Gottes. Die anderen, die beachteten es nicht. Wir wollen doch ein schönes, gemütliches Leben für da in unserem Fernsehsessel, da sind wir so nett eingekuschelt. Da wollen wir doch nicht raus. Ah nein, sollte ich dann irgendwie diesen Preis bezahlen für das Öl? Warum? Wieso? Sehe ich gar nicht ein. Und das sind bei den gerufenen Archebauern, gibt es eine Gruppe, die hätten mitbauen sollen und bauen nicht mit. Und er sandte seine Knechte aus zur Stunde des Abendmahls zu sagen, den Geladenen, jetzt sind Geladene, kommt, denn ist alles bereit, kommt, da ist wieder der Ruf des Bräutigams. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Du Herr, ich habe was anderes zu tun. Du, mein Terminkalender ist gerade voll. Das sind keine Sünden, das sind wichtige Sachen. Ich muss noch das Projekt da beenden. Oh, der eine sagt, ich habe einen Ochsen gekauft. Der andere, ich muss noch meinen Acker besehen. Ich habe noch geheiratet. Und jetzt, bitte, Herr, hab doch Verständnis. Und ich bin ganz höflich, ganz nett. Herr, ich respektiere dich, aber du musst mich doch auch verstehen. Gib mir noch Zeit, okay? Ich brauche 2 Monate. Oh, nein, 2 Jahre. Gib mir noch 2 Jahre hier auf der Erde, dann erledige ich das und dann komme ich mit dir zu deiner Hochzeit. Wisst ihr, was das ist? Das ist die größte Minderachtung Gott gegenüber, weil du Dinge vorziehst, die Gott für wertlos hält. Sogar eine Ehe mit deinem frisch verlobten Partner ist für Gott wertlos, wenn es darum geht, sich für den Himmel, für die Ewigkeit vorzubereiten. Und er sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen und sie wollten nicht kommen.
Wisst ihr, da ist die Grundproblematik meiner Willigkeit, an der ich etwas tun kann, wo ich mich ausrichten kann. Das, was ich will, das will ich und das ziehe ich durch. Und da beeifere ich mich dafür. Ich entscheide mich, wen und was ich lieben werde in meinem Erdenleben. Es ist meine Privatsache, wo der Gott der Liebe nie mich in ein Zwangsliebesverhältnis hineinpresst. Wenn du, Mensch, es vorziehst, den Mammon, den Teufel, die Dämonen, die Lüste, dich selbst mehr zu lieben als mich, okay, du machst es dann, du entscheidest es dann, ich gebe es dir in deine Hand. Kann man sich das denken? Enorm. Was für eine Verantwortung. Und hier sind jetzt, hier ist nicht Weltleute, hier sind Christen angesprochen, nämlich die törichten Jungfrauen. Und die kommen jetzt in diesen Engpass hinein. Warum? Was ist die Ursache? Da antworteten die Klugen, geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und die Törichten, da sie hingingen, die Törichten gehen hin. Zu kaufen, da kam der Bräutigam. Was? Wie bitte? Die törichten Jungfrauen, sie sind nicht so dumm, dass sie nicht wüssten, was man machen müsste, aber sie wollten es nicht tun, als sie noch Zeit hatten. Das heißt, jetzt fragen sie nicht, sie haben keine Ahnung, wo sind die Krämer, wo sind die Verkäufer, ja, und was kostet es, habe ich das Geld, habe ich es nicht, kann ich es überhaupt kaufen? Das ist alles gar kein Problem für sie. Sie haben das Geld, sie wissen, was sie zu tun haben und jetzt gehen sie, weil jetzt ist ja die Aktualität des vorhandenen Bräutigams. Jetzt, aber schleunigst. Und jetzt sind sie so gerne bereit, den letzten Pfennig zu bezahlen, alles ganz herzig auf den Tisch zu legen. Doch nun ist es zu spät. Nun machen sie das, was sie vorher hätten machen können und was Gott gesehen hat, was sie gar nie wollten. Sie haben immer ihre Energie weggelassen. Sie haben immer ihren Kaufpreis nicht bezahlen wollen. Und jetzt sagt Gott, okay, jetzt lauft los. Aber in der Zwischenzeit mache ich euch die Türen zu. Schrecklich. Ich sage euch aber, dass der Männer keiner, die geladen waren, mein Abendmahl oder Hochzeitsmahl schmecken wird. Aber Herr, warum denn? Herr, lass doch die Tür, bitte nur noch, weiß nicht wie viel Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde, lass die Tür doch noch etwas länger offen, damit die Törichten auch noch ihre Chance kriegen, reinzukommen. Denn das ist doch so einfach für dich. Muss doch nicht gleich zuschließen. Herr, bitte, halt die Tür auf, halt die Tür auf. Die bemühen sich doch jetzt auch. Und es sieht doch tatsächlich so aus. Sie gehen, sie bezahlen und sie kommen jetzt mit irgendeinem Licht. Sie kommen jetzt mit irgendeinem Öl. Sie kommen doch jetzt auch zu der Tür. Nun bitte, mach ihnen doch auf. Sei doch nicht so, Herr. Sei doch nicht so hart. Menschlich betrachtet schaut es so aus, aber göttlich betrachtet ist es die gerechteste Strafe für diejenigen, die all die Jahre hindurch ein gewisses Grundpotenzial von Minderachtung gegen Gottes Anweisung gehabt hatten. Denn Gottes Anweisung stehen da. O Israel, hab mich lieb von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allen deinen Kräften, mit allem, was dir zur Verfügung steht. Liebe mich. Ich möchte das Zentrum deines Daseins sein. Israel, Christentum, hört auf mich. Aber da die Törichten, oh, jetzt machen wir wieder die Show, die wir all die Jahre gespielt haben. Jetzt kommen wir und wir klopfen und sagen, lass uns ein, lass uns ein, Herr. Aber es funktioniert nicht, unser Spiel funktioniert nicht mehr.
Weil wir täuschen ja jetzt vor, dass jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Jetzt sind wir in der richtigen Herzenshaltung. Herr, jetzt interessierst du uns tatsächlich 100%. Ja, ihr macht mir wieder ein schönes Spiel, aber ich lasse nicht mehr länger mit mir spielen. Ich komme jetzt mit meiner Gerechtigkeit und ich vergelte euch. Eure Falschgeistlichkeit vergelte ich euch mit einem verschriegelten Verschluss. Darf Gott so etwas machen? Nein, er muss so etwas machen, weil es seiner Gerechtigkeit entspricht. Und da werden wir noch staunen, wie gut seine Gerechtigkeit ist. Die lässt sich nämlich nicht verbiegen. Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig. Was erregt denn Gottes Zorn dermaßen, dass hier eigentlich betrogen wird? Und über diesen Betrug, da lese ich wieder ein Urteil über eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde in der Offenbarung, wo man denken kann, ist das möglich? Das ist fast undenkbar, denn man möchte doch meinen, Christen haben den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Nun sollte dieser Geist der Wahrheit sie doch in jedem Fall bewahren vor Betrug, Lüge, Falschheit oder dergleichen. Damit können die es doch gar nicht aushalten, wenn sie dann den Heiligen Geist haben. Das sind doch keine echten Christen. Was sind das denn? Und das sagt Gott zu diesen Menschen und das sagt er genauso zu den törichten Jungfrauen. Du sprichst von dir etwas, du sagst, ich bin reich, ich habe gar satt, ich habe Überfluss, oh mir geht's so gut, ich schwelge in meinem Wohlleben, oh wunderbar. Ist es nicht ein Zeugnis, dass ich gesegnet bin? Na, sieht doch ganz so aus. Mir fehlt nichts. Und Gott sagt gerade das Gegenteil. Das stimmt doch nicht. Da ist doch eine Kluft, eine Diskrepanz zwischen zwei völlig unterschiedlichen Aussagen. Zwischen Wahrheit Gottes und Lüge des Menschen. Und das erregt Gottes Zorn. Das widert Gott an. Wie kannst du es wagen, sowas zu sagen über dich selbst, dich damit selber zu betrügen und dich damit selber in den Schlaf zu wiegen? Ich brauche mich nicht weiter kümmern, ich muss nicht eifrig sein und ich muss auch gar nicht mich da irgendwo aufwecken lassen. Nein, ich kann schön schlafen auf dem Polster meiner Selbstverlogenheit. Oh Menschen, das wird ein Wachwerden sein an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Oh Leute, da geht's dann zur Sache. Und dann sagt Gott, hör zu, und ich lasse mich von euch nicht an der Nase herumführen. Das könnt ihr mit euch selber machen, aber nicht mit mir. Okay, und nun stehen sie da. Und wir wissen nicht aus der Bibel heraus, wie hat Laodicea auf so eine strenge und schändliche Wahrheit aus dem Himmel reagiert. Haben sie sich daran gestoßen, an dem Stein des Anstoßes, oder haben sie seinen Rat befolgt und haben noch bei Zeiten eingelenkt, um das zu tun, was Jesus ihnen rät. Kauft euch Gold. Kauft euch, bezahlt jetzt schnellstmöglich den Preis. Seht zu, dass ihr euch mit der Wahrheit Gottes auseinandersetzt und dass ihr ein klares, eindeutiges Bild von eurem eigenen Zustand erhaltet und bekehrt euch, tut Buße. Das ist auch wieder, ist das unmöglich für mich? Kann ich das nicht tun? Du musst es tun. Das ist das, was Salomo auch hätte tun sollen, was er aber vermieden hat, sich abzuwenden von dem, was sein geistliches Verderben sein müsste. Er hätte sie entlassen müssen, seine Haufen Weiber. Hätte ihnen noch eine Rente geben können, aber weg aus meinem Haus. In meinem Haus wohnt nur ein Gott. Nicht tausend andere Götter, hat keinen Wert, hat keinen Sinn. Und er hätte anfangen müssen mit der ägyptischen Pharaonentochter, das war eine der ersten, die er geheiratet hat, um politische Vorteile sich zu erwirken. Wir bauen so sehr und so viel an unseren irdischen Vorteilen, an unserem irdischen, dass das alles klappt, dass das alles gut vonstatten geht. Und wir vergessen auf das Himmlische, auf das Unsichtbare,
unverwesliche Erbe zu schauen, was uns weggelegt ist im Himmel. Und so sagt Gott uns allen, prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und ich kann mir gut einfügen, prüfe ich mich selbst, ob ich in der Liebe bin, in der echten Jesusliebe. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch nicht selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Also wenn du das selber nicht erkennst, was ist dann? Dann es müsste denn sein, dass ihr unecht werdet. Genau das ist das Problem. Genau da ist der Haken. Die Törichten sind unecht. Sie haben keinen wirklichen Christus in sich, sondern nur eine Seifenblase. Ein so tun als ob. Vielleicht mit viel Schnicki-Schnacki von Traditionen, religiösen Gebilden. Das war doch das pharisäische Grundproblem. Oh Menschen, kommt zum Bewusstsein. Kommt und prüft. Fang bei dir selber an. Nimm deine Nase in die Hand und nicht immer fummel den anderen Leuten in ihren Augen rum, um da die Splitter raus operieren zu wollen, wo du selber mit deinem Balken so befangen bist. Hör zu, es ist Zeit, dass du beginnst, deinen Balken zu realisieren und zu betrachten. Wo hast du denn Christus verloren? Wie ist er denn abhanden gekommen? Was ist denn passiert mit deinem Leben? Oder war er denn noch nie wirklich in dir? Kann das sein, dass du noch nie wirklich Buße getan hast? Dass du noch nie wirklich bereut hast, dein eigenes grundverdorbene Ego-Frömmigkeit? Dann könnte das die Möglichkeit sein? Dann lieber hier und heute damit abrechnen. Was ist los mit mir? Prüfet euch. Wenn Gott sowas sagt, dann kann ich das auch. Ich kann mich selbst überprüfen und ich kann sehen und erkennen, wo meine Menschlichkeit mich verführt und mich belügt und betrügt oder wo wirklich ehrliche, echte, heilige Geist gewirkte Reue vorhanden ist. Wann habe ich das letzte Mal richtig einsehen können, was für ein unmöglicher, selbstverlorener Mensch ich bin? Wie nötig habe ich meinen Löser, Erlöser? Wie sehr brauche ich ihn? Oder führe ich ziemlich unabhängiges, selbstständiges, stellvertretend geistliches Dasein? Eine schöne Darstellung, die da haben den Schein einer Gottseligkeit und die Kraft der Erlösung völlig geleugnet ist. Völlig. Da ist nichts. Da ist nichts Wirkliches. Dann kommt Gott auf eine sehr interessante, beachtenswerte neue Planung. Und diese neue Planung, die er dann führt, wo er sieht, die Leute, hey, die minderachten mich ja eigentlich nur. Die sind gar nicht interessiert an meinen Dingen. Die wollen nur ihr Eigenleben führen. Okay, ich lasse sie. Jetzt gehe ich aber hin. Und jetzt mache ich was anderes. Sprach zu seinem Knecht. Jetzt gehe aus, schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Jetzt bring die Unfähigen, die in sich selbst Probleme haben. Und dann ist es für mich wieder so eine Widerspiegelung, dass ich darin sehe, hier kommen die klugen Jungfrauen. Und diese klugen Jungfrauen sind meines Erachtens alle zusammen in sich selbst zerbrochen. Sie sind geistliche Krüppel, armselige Schwächlinge wie Paulus, der sagt, ich rühme mich meiner Unfähigkeiten. Ich bin schwach, das macht mich stark. Ich bin tot in mir selbst und das ist mein Leben. Das sind diese Paradoxe des Himmels. Ich bin der Loser, darum stehe ich als Gewinner vor Jesus. Und das hat mir die Tür aufgetan. Und da sehe ich auch in meinem Leben, dort, wo ich erkennen konnte, mein klimmender Docht, Herr, hier ist er. Da ist nicht mehr viel Erweckung, da ist nicht mehr viel Liebe. Aber dann habe ich es dir gebracht
Du bist gekommen mit deinem Feuer und hast meine Liebe wieder zur ersten Liebe gemacht. Und du hast mir wieder Begeisterung gegeben. Und du hast dich mir geoffenbart. Dort, wo ich zerschlagen am Boden lag, hast du nicht noch auf mir rumgetrampelt. Im Gegenteil, du hast das Gleiche getan, was du bei Hiob getan hast. Du hast ihm die geistlichen Augen geöffnet, dass er sehen konnte. Es ist Gott! Es ist Gott! Das ist der Allmächtige! Und was sagt er? Nun weiß ich, dass dir nichts unmöglich ist. Und du wirst dein Ziel mit mir erreichen. Nicht durch meine Fähigkeit, nicht durch meine Tüchtigkeit, die ja gar nicht da ist, weil ich bankrott bin in mir selber. Und so komme ich, so wie ich bin. So muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Und dein Blut macht mich rein und stellt mich vor Gott, dem Vater, dar als vollkommen, vollkommen in Christus, durch Christus, für Christus. Und da finde ich, dass sich der gordische Knoten löst. Und da finde ich, dass mein Herz mitschwingt mit dem, komm bald. Ich sehne mich von ganzem Herzen nach deinem Erscheinen. Herr, du bist wunderbar. Deine Zielsetzungen sind meine Zielsetzungen. Deine Freude ist meine Freude. In deiner Planung gehe ich auf. Herr, fantastisch. Gott hat einen brillanten Plan mit seinen Kindern. Und der wird in der allernächsten Zukunft sich hier ganz modern, ganz brandaktuell, er wird sich erfüllen. Und sie schießen wie die Pfeile blitzschnell in einem Augenblick durch die Wolken, dem Herrn zu begegnen in der Luft.